was bisher geschah. Einladung zur Abschlussfeier des 10. Jahrgangs. Das war's dann also. Morgen wird unsere letzte gemeinsame Nacht. Und unsere letzte Chance, Leviathan zu schnappen. So ein Narzisst kann es nicht ertragen, wenn jemand anderes die Lorbeeren einheimst. Und da kommt dann Henry ins Spiel. Er gibt sich vor allen anderen als Leviathan aus. Warum bist du überhaupt hier? Um dich zu warnen. Nimm dich vor Kai in Acht. Ja, nehmt die Maske ab, los! Leviathan ist irgendwo unter uns und er versteckt ein Mikro unter der Maske. Ihr werdet mich nicht finden. Spart euch die Mühe. Hey, Leute! Nein, nicht! Henry hat ein Mikrofon. Kai, auf! Das war anders geplant. Das Mikro ist nicht von Henry, sondern von... Nee, Ruhe! Sondern von Kai! Kai hat Henry diese Falle gestellt, denn er selbst ist Leviathan. Kai? Was? Und ich kann es euch beweisen. Schreib mich ab. Was passiert hier? Was hat Jay vor? Er macht alles kaputt. Jay, was suchst du hier? Leszewski. Kai hat euch die ganze Zeit verarscht. Alle hier. Was, Kai? Für die Erwachsenen zum Mitschreiben. Dieser Schüler hat in den letzten Wochen die Sicherheitslücke der SMA-App benutzt, um an die privatesten Daten aller Schüler zu kommen, um sie damit zu terrorisieren. Mann, das stimmt nicht! Henry, hatte Kai Zugriff auf alle Handys mit der Schreib-mich-ab-App? Ja, doch, aber... Seht ihr, es stimmt. Kai, was labert ihr da? Hey, die Info-AG wusste auch davon. Jesse, Caro und Jay, du selbst, also... Ach komm, leck nicht ab. Du bist Leviathan. Das ergibt sowas von keinen Sinn. Ali, du hast doch selbst gesagt im SMA-Chat, ich würde mir damit total ins eigene Bein schießen. Hab ich, ja. Wer hat denn von der Sache am meisten profitiert? Na, Henry. Aber... Kai, lass es. Der Plan mit Henry ist nach hinten losgegangen. Glaubst du das wirklich, Nele? Was? Ich glaube, alles ist genauso gelaufen, wie Kai es wollte. Bis jetzt. Hat nicht alles mit dir und Kai angefangen? Das geht dich einen Scheiß an. Oh, und ob mich das was angeht. Nicht nur mich, sondern die gesamte Schule. Immerhin hat Kai uns da alle mit reingezogen. Was laberst du, Mann? Ali, lässt du mich mal ans Mischpult? Klar, hier. Danke. Ich hab da nämlich was vorbereitet. Schließ die Augen und reiß mit mir zurück an den Tag, als alles begann. Kai, du warst der Einzige, der es hatte. Das ist unser Telefonat. Ja. Kollege, wir müssen da eingreifen. Ja, warten Sie. So. Da geht's um meine Tochter. Ich muss endlich wissen, was an dieser Schule vor sich geht. Jay, du bist hier der Psycho. Das ist ein privates Gespräch. Kriegen das alle mit? Ganz dünnes Eis, mein Lieber. Weißt du noch, wer mich auf die SMA-Sache angesetzt hat? Du, um dir bei deinem angeblich gehackten Account zu helfen. Vermutlich war dein Plan von Anfang an, die Schuld nachher auf mich zu schieben. Was? Heinig! Ich dachte mir schon, dass du was im Schilde führst. Und da war ich wohl nicht der Einzige. Woher weißt du das? Was meinst du? Na, dass es nicht Kai war und der nur so tut, als wüsste er von nichts. Das Ganze riecht so sehr nach einem seiner Psychospielchen. Nele, du und Henry glaubt auch, ich steck hinter all dem. Das war ganz am Anfang. Und wie sieht's jetzt aus? Nele. Nele! Ich weiß nicht. Warum sollte ich das machen? Das Motiv? Liegt doch auf der Hand. Aber um alle Anwesenden auf denselben Stand zu bringen, bitte. In deine Cloud zu kommen, erfordert jetzt nicht unbedingt krassestes Hacker-Know-how. Das würde selbst Stammel-Henry schaffen. Warte, der steht ja gar nicht auf Titten. Kai ist krankhaft eifersüchtig und ein absoluter Kontrollfreak. Und das ist dein Problem. Du willst Frauen vorschreiben können, wie es zu laufen hat. Er wollte dich zurück, Nele. Und es scheint ja geklappt zu haben. Schwachsinn! Wer betreibt dafür bitte so einen Aufwand? Ich behaupte ja nicht, dass das von Anfang an so groß geplant war, oder Kai? Was? Ich nehme an, es war aus Wut, als du über die App-Hintertür in Neles Nachrichten kamst und gemerkt hast, dass sie sich nicht mehr für dich interessiert. Ja und? Dann finde ich diesen Henry halt cute. Was? Außerdem geht er bestimmt gar nicht zum Abschiedsball, wenn ich ihn nicht frage. Wäre doch auch schade. Nein, das ist nicht aus Mitleid. Ich hab einfach keinen Bock auf diese Ego-Typen, die meinen, sie wären der Shit, okay? Darum hat er Neles Strip-Video gepostet, oder Kai? Leck mich! Als du gemerkt hast, dass es kein Zurück mehr gibt, kam dir die Idee, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Was?
Weil Nele sich in Henry verguckt hat, räumt den aus dem Weg, indem er ihn trollt und als gay outet, indem er ihre gemeinsamen Chats liebt. Er hat Screenshots im Gruppenchat geteilt. Außerdem hast du doch selbst den Trollchat mit Stammel-Henry gepostet. Was hab ich Kai damals geschickt? Um die Schuld von sich zu weisen, erzählt er den anderen von der Sicherheitslücke und erfindet Leviathan. Einen gruseligen, bösen Hacker. Leviathan. Aber irgendwer muss am Ende ja unter der Maske sein, nicht wahr? Darum ist Kai heute mit Henry hier, um sicherzugehen, dass alles nach Plan verläuft. Er wusste, dass Henry unter Beschuss nicht in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Kai hat das so eingefädelt und du hast ihn nichtswissend unterstützt, Nele. Aber ich... Halt endlich dein Maul, Jay! Ich denke, wir sollten ihn ausreden lassen, Kai. Aber wisst ihr, wem neben Henry noch im Weg stand? Als hättest du mich deinen Skaterhosen vorgestellt. Und was ist mit deiner Familie? Immer treffen bei mir oder sonst wo. Hauptsache, Nele gibt den Ton an. Die Leaks an Neles Eltern sollten die Illusion von Nele als unschuldige, brave Tochter zerstören, die sie vorgibt zu sein. Aber seine Jungs, die sind nochmal ein ganz eigenes Problem. Was für ein scheiß Problem, Alter! Was wisst ihr denn über Kai? Jeder hier. Sicher nicht viel, nur dass er reiche Eltern hat und nicht viel redet. Und warum? Na, weil das kleine Sensibelchen Schiss hat, selbst in der Schulhierarchie abzusteigen. Wie ihr alle! Also hält er den Mund und macht bei allem mit, was seine Skatertruppe so anstellt. Los, Kai! Kickflip! Yo, das ist das Video vom Skateunfall. Ich wollte nur rüberspringen und hab mich verschätzt. Ich wollte da eh nicht mitmachen, aber die Jungs... Als ob das unsere Schuld war! Na, er hat das Skate-Video anonym gepostet, als er gemerkt hat, wie schadenfroh seine Freunde auf Neles Leak reagiert haben. Sie sollten wissen, es kann jeden als nächstes treffen. Kai, lösch das sofort wieder! Und als er gemerkt hat, dass es wirkt, hat er weitergemacht. Umuts Browser-History, Sandros und Henrys Unterhaltung, all eure Geheimnisse. Weil er es satt hatte, unsichtbar zu sein. Gefangen in diesem System Schule, das ihn zwang, immer eine Maske zu tragen. Frei nach dem Motto, macht kaputt, was euch kaputt macht. Und scheinbar hat es ja funktioniert. Schadenfreude und Ausgrenzung wurden zu Angst. Dann zu Solidarität. Wie heute. Nele an seiner Seite und Henry reingelegt. Ach, ja. Tja, fast gewonnen, was, Kai? Gewonnen? Junge, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Neles Dad gegen mich. Wo ist das gewonnen? Komm schon, die ganze Deepfake-Sache ist doch dein Notfallplan, oder? Was? Wenn du behauptest, Neles Video ist auch eins, bist du safe. Dafür ist noch keiner im Knast gelandet. Dann gibt's maximal ein Bußgeld und darum kümmern sich Mami und Papi. Würde mich eh nicht wundern, wenn du nach London abhaust, bis sich hier alles beruhigt hat. Das war doch wirklich Kais Plan, oder Nele? Ja. Hey Leute, er lügt! Er wiederholt doch nur, was gerade eh alle von mir denken, aber Nele, du kennst mich. So richtig. Und Leute, Henry wurde über Monate von Jay angelogen und manipuliert. Er hat absolut keine Beweise, bis auf seine zusammengeschnittenen Snippets hier. Ja, du willst Beweise? Okay, Henry, worauf hat dich Leviathan in eurem allerersten Gespräch direkt angesprochen? Angesprochen? Ich weiß nicht, ich... Komm schon, denk nach. Oder soll ich dir auf die Sprünge helfen? Ich hab dir damals Miras Tagebuch gegeben und du hast dicht gehalten. Tagebuch? Mir hast du erst viel später von der ganzen Sache erzählt. Weiß sonst noch wer davon? Nein, wem hätte ich denn... Das wusste doch niemand außer mir und... Kai. Kai, hast du das irgendwem verraten? Nein! Aber dafür muss es doch irgendeine Erklärung geben. Heißt es, dieser Junge hat den Ruf meiner Tochter zerstört? Ihre gesamte Zukunft? Nicht nur ihre! Kai! Alter, sag mal, geht's noch? Komm mal her, Kai. Lass das mal klären. Ja, das reicht! Kai, komm mit. Ich bring dich erstmal hier weg. Was? Du bleibst hier. Nele! Nein! Nele! Wo sind wir hier? Hä? Ist das eine Umkleide? Ich meine, wegen den ganzen Spiegeln mit den Glühbirnen und Schränken und... Ja, genau. Für den Fall, dass hier Theaterstücke im Kalkpalast aufgeführt werden. Kai, ich... Hören Sie, ich habe nichts damit zu tun. Ach ja? Dann erzähl mir alles, was du weißt.
Und beeil dich. Wir haben nicht viel Zeit, bis der Direktor uns findet. Okay. Jay lügt, ganz klar. Wir verfolgen ihn schon eine ganze Weile und er hat sich alles so hingedreht, wie er es braucht. Er steckt dahinter. Das ist schwer zu glauben. Immerhin seid ihr bei mir eingebrochen, nachdem man über die SMA-App nicht mehr auf den Server gekommen ist. Na, genau deswegen. Um zu schauen, ob sich auf dem Server noch irgendwelche Hinweise verstecken. Du meinst, um zu schauen, ob ich noch irgendwas zu verbergen habe. Und? Haben Sie? Was? Naja, ich habe mit dem PlaySchool-Support telefoniert und die sagten, dass unser Admin, also Sie, sich um alles kümmern würden. Aber das haben Sie nicht. Der Support. Vielleicht hat da jemand mit dem RBB gesprochen. Puh, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wenn alles rauskommt, dann... Dann was rauskommt? Als, naja, etwas jüngerer Lehrer hat man es nicht immer leicht. Also habe ich den Server nach dem Schulbrand an mich genommen und der Schulleitung versichert, dass ich das alles schaffe. Gar kein Problem, das Homeschooling. Aber die Wahrheit ist, ohne Jay hätte ich das nie hinbekommen. Er war mein bester Schüler, nicht nur seines Jahrgangs, sondern überhaupt. Ich musste ihn einfach um Hilfe bitten. Schon peinlich. Das muss ihn nicht peinlich sein. Ich meine, unsere Babysitter heute sind basically das Smartphone und der PC. Ich meine, sie mussten in irgendwelchen Kursen lernen, was wir aus Langeweile im Kinderzimmer perfektioniert haben. Ja, das macht es aber auch irgendwie nicht besser. Er hat sich schon vor dem Brand um die Info-AG gekümmert, oder? Ja, und auch danach. So haben sie scheinbar von der Sicherheitslücke erfahren. Er hat sie entdeckt, Jesse hat davon Wind bekommen und auf einmal wussten es auch Ali, Caro und der Rest. Und dann haben sie mich damit konfrontiert. Haben die sie erpresst? Steckt die AG hinter Leviathan? Nein. Die haben mich geschützt. Wieso geschützt? Kai, alle Chatdaten werden auf dem Schulserver zwischengespeichert. Ja. Auch die Leaks, wie Neles Video. Das ist rechtlich gesehen eine Katastrophe. Warum haben Sie das dann nicht der Schulleitung gemeldet? Weil ich dachte, ich habe das unter Kontrolle. Weil ich dachte, Jay hat alles unter Kontrolle. Wir, die ganze AG. Wir konnten Leviathan doch nicht einfach davonkommen lassen. Doch ehe wir uns versahen, hat er bestimmt, wo es lang geht. Das war dumm. Sorry, aber einfach dumm. Sie hatten die Verantwortung für all das. Nur weil Sie nicht... Herrgott, das weiß ich doch. Ich weiß das und ich habe ja auch mit dem Support kommuniziert und... Herr Leschewski, hier sind Sie. Sandro? Der Direktor will mit Ihnen reden. Was? Da ist überall Polizei. Polizei? Ich denke, Jay hat Sie gerufen. Oder Neles Vater, wegen Kai. Oh, ja, natürlich. Na los, Kai, komm schon. Hey! Die sind sicher auf der Suche nach dir, oder? Sandro, sieh mich. Herr Leschewski! Was? Egal, mit wem man spricht. Jeder wird die Geschichte so erzählen, dass er selbst am besten dasteht, stimmt's? Jay macht einen auf Helden, aber Sie haben einen Verräter in Ihren Reihen. Lassen Sie sich nicht manipulieren. Jesse kennt dich gut, oder? Ja. Sie sagt, du wärst manipulativ und lügst, um zu bekommen, was du willst. Mann, ich bin 16, Herr Leschewski! Sandro, sieh zu, dass Kai bleibt, wo er ist. Ich versuche eben in Erfahrung zu bringen, was da vor sich geht. Ich schicke dir Herrn Kutzler. Bin gleich zurück. Alles klar. Woher wusstest du, wohin Leschewski mich bringt? Ich habe meiner Mom damals bei der Renovierung geholfen. Ich kenne mich aus. Convenient. Okay, wir haben nicht viel Zeit, bis Kutzler hier ist. Also, gib mir nur einen Grund, warum du es nicht sein kannst. Was? Jay labert Müll, oder? Ich habe schon die ganze Zeit so ein komisches Bauchgefühl. Das heißt, du hast dir die Ablenkung nur ausgedacht? Da ist gar keine Polizei. Doch, aber Jay versucht, sich mit Henry vom Acker zu machen. Was? Alle feiern ihn als Helden des Abends und... Da guck, sie posten es schon auf TikTok. Hashtag Love is Love. Henry, tut mir wirklich leid. Die ganzen Lügen, aber glaub mir, es ging immer nur um dich. Verzeihst du mir noch einmal? Ja. Küssen die sich? Henry. Die beiden sind gerade vorn raus. Vorbei an der Polizei. Kai! Nele? Was machst du hier? Ich dachte, dein Vater hat dich längst... Er spricht mit der Polizei. Ich habe ihnen erzählt, wie er dich angegangen ist und was zu Hause bei uns abgeht. Und als sie mit ihm geredet haben, bin ich abgehauen. Du Gangsterbraut. Also glaubst du ihm? Komm, wir müssen zu Henry. Er ist alleine mit Jay. Kai. Aus dem Weg. Eine Sache. Gib mir nur eine Sache und ich mach den Weg frei. Mann, Sandro. Warte, Nele. Hä? Jays ganze Inszenierung gerade. Was ist damit? Na, all die Soundschnipsel, die er nicht hätte haben dürfen, die privaten Unterhaltungen,
Er muss das SMA-Backup aller Daten haben. Das, was du nicht ziehen konntest? Ja, aber weißt du, wer es konnte? Leviathan. Wenn Jay es hat, heißt das, er ist Leviathan. Stimmt das, Nele? Ja. Ja, es stimmt. Also. Fuck. Okay, wisst ihr was? Nennt mich bescheuert, aber das reicht mir. Da kommt wer. Scheiße. Das ist Kutzler. Ich lenke ihn ab. Ihr müsst hier um die Ecke und dann den Gang runter, bis zum Notausgang. Der ist nicht alarmgesichert und von innen zu öffnen. Danke, Sandro. Okay. Ey, wenn das stimmt, hat Henry keine Ahnung, mit welchem Psychopathen er gerade unterwegs ist. Nele, komm! Nele, du glaubst mir, oder? Ich war das nicht. Ich schwör's dir. Ich will dir glauben, aber warum passt das alles zusammen? Jays Anschuldigung von der ersten Nachricht bis hin zum Kaffee auf dem Server, um die Beweise zu vernichten. Warte. Beweise vernichten? Wer hat das erzählt? Na, Henry. Was? Das hat er gesagt? Nele? Henry war das mit dem Kaffee. Nicht ich. Ist... Wie auch immer. Das können wir nachher mit ihm klären. Aber jetzt müssen wir ihn finden, bevor Jay mit ihm abhaut. Komm. Da hinten in der Bushaltestelle. Hey! Henry! Er hört dich nicht. Warum steht er da so ganz allein? Ob die Polizei Jay festhält? Warte, ich rufe ihn an. Hallo? Henry! Nele? Wo ist Jay? Er holt gerade sein Auto. Er hat um die Ecke geparkt und wollte, dass ich trocken bleibe. Wo bist du? Wir sind hinter dir. Dreh dich um. Ist das Kai bei dir? Nele, pass auf dich auf. Du hast Jay gehört. Nein, pass du auf. Jay ist Leviathan, also bring dich in Sicherheit. Was? Erinnerst du dich an das SMA-Backup? Kai hat keins machen können, Leviathan schon. Und Jay hatte vorhin alle Soundclips von unseren Handys. Jay ist Leviathan. Kai sagt, dass er kein Backup hat. Aber... weißt du, ob es stimmt? Henry, hör auf mit dem Scheiß! Er hat... Er hat... was? Nele, er kann das gar nicht allein hingekriegt haben. Ganz egal, wie gut er ist. Klar, er war immer bei der Info-AG und nah an Leschewski dran und somit einflussreich, was an die Schulleitung dringt und was nicht. Aber selbst als wir SMA deinstalliert hatten, war er uns immer einen Schritt voraus. Du meinst... beim Einbruch, als er plötzlich bei Leschewski im Auto saß? Als wüssten sie bereits Bescheid. Henry, warum hast du Nele erzählt, ich hätte den Kaffee über den Server bei Leschewski gekippt? Hast du doch, oder? Also, es war dunkel. Ich war easy anderthalb Meter entfernt von dir und dem Ding. Du hast gemeint, es sah nach Absicht aus. Als wolle Kai Beweise vernichten. Was? Das habe ich gesagt? Henry! Wenn Leviathan davon wusste, dass du Janus' Tagebuch von mir hast und weder du noch ich es jemandem erzählt haben, dann ist das Ganze hier so verdammt einfach wie eine Partie Werwölfe spielen. Wie meinst du das? Ich weiß, dass ich keiner bin. Also? Das kann nicht sein. Henry hat doch die ganze Zeit... Du feiger Wichs. Ohne zu zucken, hast du uns die ganze Zeit angelogen. Selbst deine Mom feuern lassen. Und? Sie hätte da eh nie gekündigt. Egal wie scheiße die sie behandeln. Oh, richtiger Wohltäter. Und warum wir? Warum, Henry? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Nele, du hast doch gesehen, wie Kai mich immer und immer wieder behandelt hat. Jeder Schritt vorwärts hieß auch immer drei darauf zurück. Du hast unser Leben zerstört. Ja. Unser aller Leben! Nein, ihr habt Leben zerstört. Und es war euch egal, solange es nicht euer eigenes war. Das stimmt doch gar nicht. Als ich Jay online kennengelernt habe, habe ich ihm erzählt, wie es mir an der Schule geht. Von Mira, Janus und wie er fertig gemacht und von der Schule gemobbt wurde. Er wusste, von wem ich spreche.
weil Bela, Janus' Bruder, in Jays Klasse ging. Stimmt. So fanden wir auch raus, dass wir auf dieselbe Schule gehen und überlegten uns, wie wir die auf den Kopf stellen können. Indem ihr einfach alles kaputt macht? Zu wissen, dass alle kaputt sind, macht es leichter, selbst kaputt zu sein, oder? Es ist, wie Jay vorhin gesagt hat. Wir alle tragen eine Maske, um zu gefallen. Weil wir nicht ertragen, wer wir darunter wirklich sind. Aber durch Leviathan sind diese Masken gefallen. Und es gibt so etwas wie Zusammenhalt und Akzeptanz. Nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst und seine eigenen Fehler. Bullshit! Euer Leviathan-Terror erzeugt vielleicht Angst, aber noch lange keine Einsicht! Ja! Mann, Leute, es geht doch nicht um das Chaos, sondern um das, was danach kommt. Was danach kommt? Um Leviathans Runde 2? Noch mehr Leaks, bis der letzte gebrochen ist? Nein, um die Schöpfung. Wie du es damals richtig gesagt hattest, Nele. Die Bibel? Oh, Leviathan muss untergeordnet werden. Erst nachdem er, das personifizierte Chaos, besiegt wurde, kann die Schöpfung des Paradieses beginnen. Ich weiß, das war Jays Idee. Er ist da etwas theatralisch. Aber Fakt ist, wir alle, die gesamte Schule brauchten diese Nacht heute. Leviathan musste fallen, damit etwas Neues entsteht. Ey, mir ist scheißegal, was für eine kranke Rechtfertigung ihr euch für eure Machtspielchen überlegt habt. Warum ich? Opfer du dich doch, oder Jay? Leute, nehmt das bitte nicht zu persönlich. Was? Willst du mich verarschen, Henry? Da kommt Jay. Hey, was machst du da? Ich kletter über den Zaun. Was denkst du denn? Dann schnapp ich mir. Das schaffst du nicht. Das werden wir mal sehen. Komm, steig ein, Henry. Nele, Kai! Denkt bitte darüber nach, dann wisst ihr, es gab nie einen anderen Weg. Hey! Hey! Komm zurück, ihr beiden Schweine! Nele, hier bist du. Sorry, ich konnte nicht mehr aufhalten. Oh, Scheiße! Kai! Nein! Genau so hat es sich wirklich zugetragen? Du kannst mir die Wahrheit erzählen. Ich sag's keinem. Genau so hat es sich zugetragen, Herr Liszewski. So und nicht anders. Und Kai? Er kommt nicht zurück. Er wohnt jetzt in London bei seiner Mutter. So, so. Und Jay? Moment. Ich habe nichts von ihm gehört. Von Henry vermutlich auch nicht. Man erzählt sich die zwei Trampen durch Europa. Erzählt man sich das? Ja. Ich nehme an, sie werden keine Strafanzeige stellen. Gegen wen? Jay? Henry? Kai? Sich selbst? Was? Untersuchungen wirbeln so viel Dreck auf. Und davon kann, glaube ich, keiner noch mehr gebrauchen. Fragen, warum einer ihrer ehemaligen Schüler andauernd in ihrem Inforaum, ihrem Büro oder bei ihnen zu Hause rumlungerte. Untersuchungen zu den Berichten des RBBs, über die Sicherheitslücke in der Homeschooling-App, über Server, die unter ihrer Verantwortung vollgepackt waren mit Dickpics und Tittenbildern von SchülerInnen. Also, oder einem Mobbing-Vorfall, der im Krankenhaus endete, aber trotz Videobeweisen nie gemeldet wurde. In einem hatte Henry recht. Ich glaube, diese Schule brauchte diesen Weckruf. Ich brauchte diesen Weckruf, denn als neue Schülersprecherin werde ich mich dafür stark machen, dass wir durch mehr Vertrauenslehrer, mehr Aufklärung und bessere Technik- und Medienkompetenzschulungen einen großen Schritt machen. Mhm. Vielleicht sogar zu einer Schule gegen Mobbing und Gewalt. Aber, also... Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit der Schulleitung und zähle auf Ihre Unterstützung. Auf ein erfolgreiches Abitur, Herr Liszewski. Ich... Ciao. Ciao. Während ich ihr hinterher schaue und versuche einzuordnen, was sie mir gerade erzählt hat und mit welcher Intention, muss ich an etwas denken, das Kai gesagt hatte an diesem Abend der Abschiedsfeier. Und mir wird klar, dass wohl jeder Schüler der Geschwister Scholl seine ganz eigene Version dieses Abends abgespeichert hat. Er sagte... Ah.
Falls ich später nicht mehr dazu in der Lage sein sollte, will ich, dass jemand meine Version der Geschichte kennt. Ihr habt Henrys Version gehört, aber das war nur die halbe Wahrheit. Muss ich an etwas denken, das Kai gesagt hatte an diesem Abend? Egal, mit wem man spricht, jeder wird die Geschichte so erzählen, dass er selbst am besten dasteht. Stimmt. Schreib mich ab. Ein Podcast von Funk.